In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Und Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarberbarbara. Rhabarberbarbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar, die Rhabarberbarbara Bar. Die Rhabarberbarbara Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarberbarbara Bar, um von Rhabarberbarbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz auch die Rhabarberbarbara Barbarbara nannte. Die Rhabarberbarbara Barbaren hatten schöne Bärte. Und wenn die Rhabarberbarbara-Barbaren ihre Rhabarberbarbara-Barbaren-Bärte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen solchen Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart verarbeiten konnte, hieß Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier ging auch gern in die Rhabarberbarbara-Bar, um von Rhabarberbarbaras leckerem Rhabarberkuchen zu essen, zu dem er gerne ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier nannte. Und so gingen die Rhabarberbarbara-Barbaren zusammen mit dem Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier und Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier-Bier-Bar-Bärbel in die Rhabarberbarbara-Bar, um von Rhabarberbarbaras leckerem Rhabarberkuchen zu essen und bei einer Flasche und mit einer Flasche eisgekühltem Rhabarberbarbara-Barbaren-Bart-Barbier-Biers anzustoßen. Prost! Passt!